Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Ich habe heute für euch den Lesemonat Februar. Im Februar habe ich 4 Bücher gelesen. Eins davon ist, glaube ich, ein 750 Seitenwälzer. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt beim ersten an, mit dem ich in den Februar gestartet bin. Und das wäre Auf immer gejagt von Erin Summerhill. Das Ganze habe ich in einer Lesegruppe gelesen, die ich bei Goodreads gefunden habe. Meinen Kanal oder mein Goodreads-Profil findet ihr natürlich auch wie immer unten in der Infobox. In der Gruppe gibt es immer mehrere Versionen, aus denen man wählen kann. Und ich habe mich für den Februar für den Bereich Jugendbuch Fantasy entschieden. Und dann ist die Wahl auf dieses hier gefallen. In dem Buch geht es um die junge Tessa. Tessa lebt bei ihrem Vater. Ihre Mutter ist schon sehr früh gestorben. Sie hat eigentlich auch keine Erinnerung mehr an sie. Und ihr Vater ist der Kopfgeldjäger des Königs. Er bildet dann einen Lehrling aus, der heißt Cohen. Und mit dem versteht sich Tessa sehr, sehr gut und die drei gehen dann immer zusammen auf die Jagd und der Vater bringt den beiden bei, wie man Tiere erlegt, auf was man achten muss, wie man Spuren verwischt, wie man Fährten liest und so weiter und so weiter. Tessas Mutter war übrigens auch nicht aus Malam, wo Tessa und ihr Vater leben, sondern sie war aus Sherdan. Ich glaube einfach mal, dass es so ausgesprochen wird. Und es gab damals eine große Säuberungsaktion, weil die Leute aus Malam dachten, dass die Leute aus Sherdan Hexen sind. Sie benutzen schwarze Magie oder allgemein Magie. Und dieses Säuberungsdelikt hat einfach dafür gesorgt, dass alle Magie aus Malam verschwunden war. Jetzt war Tessas Mutter natürlich von dort. Jeder denkt, sie war eine Hexe, sie hatte was mit Zauberei am Hut. Deshalb wird Tessa von den ganzen Bewohnern ihres Landes auch ziemlich gemieden. Dann bekommt Tessa irgendwann die Nachricht, dass ihr Vater gestorben ist. Er war gerade auf einer Mission und wurde dabei erstochen. Tessa muss dann eine Art Trauerphase bewältigen. In dem Land heißt das so viel wie 2 Monate zu Hause sitzen. Andere bringen einem Essen, in Tessas Fall natürlich nicht, weil sie einen Bogen um Tessa machen. Und nach den 2 Monaten traut sich das junge Mädchen dann auch wieder raus und geht auf die Jagd. Dabei wird sie natürlich von den Schergen des Königs überrascht. Sie wird dann eingesperrt und macht dann mit dem Handlanger des Königs einen Deal. Der behauptet nämlich, dass ihr Jugendfreund Cohen ihren Vater umgebracht hätte, was sie natürlich im ersten Moment gar nicht glauben will. Um dem Galgen zu entkommen, geht sie natürlich auf den Deal der rechten Hand des Königs ein. Sie möchte natürlich nicht sterben und macht sich dann mit einer Eskorte auf den Weg nach Sherdan, um den Cohen zu suchen und ihm den König von Malam in die Hände zu spielen. Natürlich erlebt sie auf dieser Reise sehr, sehr viele Dinge, aber ich möchte euch jetzt nicht spoilern und verraten, was da genau passiert. Mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Geschichte zwischen Tessa und Cohen von früher, die dann zwischendurch immer mal eingespielt wurde, richtig, richtig schön. Hab auch teilweise nie verstanden, was zwischen den beiden jetzt war oder warum es nicht mehr war oder doch noch war. Mir hat das Buch richtig, richtig gut gefallen. Ich habe bis zum Schluss mit Tessa mitgefiebert. Natürlich gab es ein paar kleine Kritikpunkte, deshalb hat das Buch auch nur 4 Sterne von mir bei Goodreads bekommen. Aber es gibt fast kein Buch, an dem man nicht irgendeine Kleinigkeit zu bemängeln hat. Was genau das war, kann ich euch aber leider jetzt nicht sagen, sonst würde ich euch nämlich zu viel von der Geschichte verraten. Ich empfehle euch auf jeden Fall, das Buch mal zu lesen, denn in diesem Jahr wird auch noch der 2. Band erscheinen. Wann genau, weiß ich nicht genau. Ich schreibe es euch aber in die Infobox. Jetzt bin ich kurz überfordert, warum ich euch die Bücher zeige, weil ich nämlich eine Reihe weitergelesen habe, diesen Monat, Band 2 und Band 3. Band 2 habe ich angefangen nach Auf immer gejagt. Dann habe ich das 3. Buch gelesen, das ich euch heute vorstellen möchte. Und dann habe ich Band 3 der Reihe gehört. Ich fange jetzt einfach mit dem hier an. Da wisst ihr ja auch schon, dass ich es gelesen habe, weil ich schon eine Rezension dafür abgedreht habe oder darüber abgedreht habe. Ich packe euch natürlich die Links wieder in die Infobox und aufs i. Kurz mal zusammengefasst, ich muss ja jetzt nicht mehr so viel dazu erzählen, viele von euch kennen das Buch ja auch. In Save Me geht es um die Liebesgeschichte von Ruby und James.
Ruby ist so ein ganz liebes Mädchen, kommt aus einer ganz normalen Familie, hat ein Stipendium für das Maxton Hall College ergattern können und geht dort einfach zur Schule zwischen ganz viel reichen, verwöhnten, versnobten teilweise Kids. Sie möchte dort auch gar nicht auffallen, sie möchte einfach nur das College hinter sich bringen und dann endlich ihren Traum leben, und zwar in Oxford studieren zu können. Dann sieht sie natürlich was, was sie nicht sehen sollte, und das Ganze nimmt seinen Lauf. Ich kann es euch wärmstens ans Herz legen. Ich habe das Buch wirklich von Anfang bis Ende durchgesuchtet und ich kann schon fast nicht mehr warten, bis der zweite Teil rauskommt. Aber alles Weitere seht ihr einfach in meiner Rezension. Dann kommen wir jetzt zu den beiden Büchern aus einer Reihe, die ich fortgesetzt habe bzw. gereadet habe, weil ich die ganze Reihe schon vor 3-4 Jahren oder so schon mal gelesen habe. Und ich spreche von diesen Wälzern hier. Es sind wirklich Wälzer. Ich glaube, das erste Buch hat um die knapp 500 Seiten und beziehungsweise ist das zweite. Das erste habe ich ja im Januar gelesen. Und das dritte Buch dann hat über 700 Seiten. Also auch wenn ich den Monat nur 4 Bücher gelesen habe, es waren schon einige etwas dicker, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist es City of Ashes und City of Glass von der Chroniken der Unterwelt-Reihe. Ich habe Band 1, also City of Bones, im Januar gelesen. Das erzähle ich euch natürlich auch im Lesemonat Januar. Und habe dann jetzt im Februar mit City of Ashes weitergemacht. In der Chroniken der Unterwelt-Reihe geht es um Clary Fairchild, Clary Morgenstern. Sie hat so viele Namen, sucht euch einfach euren Liebsten aus. Auf jeden Fall denkt Clary, sie ist ein ganz normales Mädchen, aber an ihrem 18. Geburtstag stellt sich dann raus, dass sie ein Shadowhunter ist, dass sie ein Schattenjäger ist. Und das wurde ja auch in die Wiege gelegt, denn ihre Mutter war auch ein Schattenjäger. Hat sie ihr aber die ganzen Jahre nicht erzählt, sondern hat ihre Erinnerungen einfach blockieren lassen, dass sie sich einfach nicht daran erinnern kann, dass es Feen, Werwölfe, Vampire und Co. gibt. In City of Ashes geht's dann weiter mit der Geschichte. Ihr bester Freund Simon, der heimlich in sie verliebt ist, wird plötzlich in einen Vampir verwandelt und Clary macht sich natürlich Vorwürfe, dass sie daran schuld ist, dass sie ihn in diese Schattenwelt hineingezogen hat und er jetzt tot ist, beziehungsweise eigentlich muss sie die Entscheidung treffen, wird Simon jetzt tot sein oder wird er als Vampir wiedergeboren werden? Das ist schon eine schwierige Entscheidung. Lässt du deinen besten Freund sterben oder entscheidest du dich dafür, dass er als Untoter weiterleben wird? Clary entscheidet sich auf jeden Fall dafür, dass sie Simon nicht aufgeben will, dass er weiterhin Teil ihres Lebens sein soll. Und so verwandelt er sich in einen Vampir und muss mit der ganzen Situation jetzt auch erstmal zurechtkommen. Und wenn das nicht alles schon schlimm genug wäre, ist Valentin wieder da. Er hat den Kelch der Engel, er hat das Schwert der Engel. Und wenn er jetzt noch den Spiegel der Engel hat, dann kann er den Erzengel beschwören, von dem er sich einen Wunsch erfüllen lassen kann. Um Valentin dingfest zu machen, beschließen die Schattenjäger, dass sie nach Idris reisen. Dort ist sozusagen der Hauptsitz der Schattenjäger. Chase möchte nicht, dass Clary mitgeht. Sie kann nämlich Runen erschaffen und alles, was über die Fähigkeiten eines normalen Shadowhunters hinausgeht, wird vom Rat natürlich nicht besonders geschätzt. Oder sie möchten sie als Versuchskaninchen in den Kerker stecken. Chase hat Angst davor, deshalb möchte er nicht, dass Clary mitgeht und bittet Simon, es ihr auszureden. Und genau bei dieser Diskussion werden sie auf einmal angegriffen und der Hexenmeister Magnus macht einfach das, was er in dem Moment für richtig hält. Er öffnet ein Portal nach Idris und schubst die ganze Meute durch. Clary ist natürlich böse, dass sie nicht mitgegangen ist oder nicht mit durfte, weil jetzt alles so hoppla hopp ging, und beschließt einfach, sich ein eigenes Portal zu machen. Dadurch, dass sie halt diese Runen zeichnen kann und neue Runen erschaffen kann, kriegt sie es einfach irgendwie hin, dass auf einmal ein Portal vor ihr entsteht und sie reist mit Luke nach Idris. Damit der Rat nicht mitbekommt, dass Clary sich ein eigenes Portal erschaffen hat, verstecken sie sich bei Lukes Schwester, die auch dort in Idris wohnt.
Und in Idris lernt sie auch Sebastian kennen. Er ist ein Familienmitglied von Chase und den ganzen Schattenjägern. Aber er ist nicht der, für den er sich ausgibt. Viel mehr möchte ich jetzt auch nicht verraten. Ich sag einfach nur, dieser dritte Teil endet damit, dass wieder eine große Schlacht herrscht und die ganzen Unterweltler sich dann endgültig zusammenrotten, um gegen Valentin zu kämpfen. Ich verrate jetzt einfach wirklich nicht zu viel. Mir hat von der ganzen Serie das dritte Buch mit am besten gefallen. Vielleicht auch, weil es so dick ist und weil einfach so viel Spannendes passiert. Aber ich freue mich jetzt auch schon auf März, wenn ich hoffentlich schaffe, Band 4 und Band 5 zu lesen. So, ihr Liebeleins, das war mein Lesemonat vom Februar. Es waren 4 Bücher, es waren auch 4 Bücher, die nicht alle im gleichen Genre waren. Ich versuche ja das immer so ein bisschen zu variieren. Das heißt, wenn ich ein Fantasy-Buch gelesen habe, kann es sein, dass ich dann gerade so in diesem Fantasy-Rausch bin und den ganzen Monat nur noch Fantasy lese. Aber meistens mache ich so, dass ich wirklich sage, gut, jetzt hast du das erste Buch Fantasy hinter dir, jetzt liest du mal nochmal ein Jugendbuch, jetzt liest du nochmal eine Liebesgeschichte, einfach damit ein bisschen Abwechslung mit drin ist. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen weiterlesen. Ich habe nämlich schon ein neues Buch angefangen und freue mich schon darauf, diese Geschichte weiter zu verfolgen. Ich verabschiede mich jetzt in diesem Sinne von euch, wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende bzw. einen wunderschönen Restsonntag. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn euch bis zum nächsten Video die Sehnsucht packt, dann schaut auch gerne mal bei Instagram oder Facebook vorbei. Ich habe natürlich alle Adressen unten in der Infobox. Ich sage tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.